In diesem Video lernen Sie, wie Sie mit der Anwendung iMovie auf einfache Art und Weise Greenscreen-Aufnahmen erstellen können. Bevor wir mit der eigentlichen Arbeit in iMovie beginnen, benötigen wir jedoch zwei Videoaufnahmen. Zum einen benötigen Sie eine Hintergrundaufnahme. Diese können Sie entweder selbstständig mit der Kamera aufnehmen oder aber ein bestehendes Video aus dem Internet herunterladen. Beachten Sie dabei aber bitte das Urheberrecht. Anstelle eines Videos können Sie genauso gut auch ein Foto nutzen. Dieses wird dann im Hintergrund zu sehen sein anstelle der grünen Bildfläche. Natürlich benötigen Sie außerdem eine Greenscreen-Aufnahme. In diesem Fall wurde eine weitere Filmtechnik integriert, nämlich der Trickfilm. Sie können die Filmaufnahme vor einem richtigen Greenscreen vornehmen. Oder aber sich ein Greenscreen-Studio, zum Beispiel mit Papier oder Leinwänden, selber basteln. Achten Sie bitte darauf, dass alles gleichmäßig ausgeleuchtet ist. Sie werden auch gleich in der Postproduktion mit iMovie feststellen, dass dieses Studio nicht optimal ausgeleuchtet und verarbeitet ist. Es gibt aber einige Tipps und Tricks, wie Sie Fehler beim Studio nachträglich beheben können. Mit den beiden Videos begeben wir uns nun zu iMovie. Starten Sie also iMovie. Es wird nun ein neues Projekt begonnen. Wählen Sie dort den Film aus. Wählen Sie dort nicht die Greenscreen-Aufnahme aus, sondern stattdessen das Hintergrundbild. Bestätigen Sie dies mit einem Haken. Und anschließend klicken Sie auf Film erstellen. Unten in der Zeitleiste sehen Sie nun das Hintergrundbild bzw. das Hintergrundvideo. Den Positionsmarker, den Sie hier weiß erkennen, schieben Sie bitte zurück an die Stelle, an der die Greenscreen-Aufnahme beginnen soll. In diesem Fall an den Anfang. Nun wird in einem zweiten Schritt das Greenscreen-Video eingefügt. Falls dieses Menü nicht zu sehen sein sollte, können Sie dieses über einen Klick auf das Plus öffnen. Wählen Sie demnach Video und suchen Sie Ihre Datei aus. Nachdem Sie auf die Datei getippt haben, fügen Sie diese aber bitte nicht über das Plus hinzu, sondern drücken stattdessen auf die drei Punkte. Hier können Sie entscheiden, wie Sie das Video hinzufügen wollen. Als Zwischenschnitt, als Bild-in-Bild, als Splitscreen oder, so wie bei uns gewünscht, als Green- bzw. Bluescreen. Die grünen Anteile im Bild werden nun automatisch herausgerechnet. Wir können das Video nun von Anfang an abspielen. Wie Sie sehen können, sehen wir leichte Schattierungen im Studio noch sichtbar im Bild. Außerdem hat die Figur einen leichten grünen Schimmer um sich herum. Wir können das Video noch etwas anpassen. Hundertprozentig werden wir es mit diesem Setting allerdings nicht retuschiert bekommen. Für die Retuschierung klicken Sie bitte einmal auf das Greenscreen-Video. Es öffnen sich zwei Menüs. Zum einen haben wir die Möglichkeit, das Video zuzuschneiden und damit ungewollte Inhalte herauszuschneiden. Über den Regler oben rechts in der Ecke können Sie zudem die Stärke des Greenscreen-Effekts einstellen. Auch hier können Sie schauen, ob sich das Video dadurch verbessert oder eher verschlechtert. Sie sehen, dass sich diese Figur nun transparenter darstellt, als sie eigentlich ist. Wir müssen also mit diesem Kompromiss leben. Für das Video ist noch eine zweite Bearbeitung notwendig. Wie Sie sehen, ist das Greenscreen-Video an dieser Stelle wesentlich kürzer als die Hintergrundaufnahme.
Wir müssen die Hintergrundaufnahme daher kürzen. Dafür können wir die Hintergrundaufnahme antippen und am gelben Rand ganz am Ende den Finger positionieren. Nun können wir die Aufnahme nach links schieben, bis wir an das Ende der Greenscreen-Aufnahme ankommen. Wenn Sie mit Ihrer Greenscreen-Aufnahme zufrieden sind, können Sie dies mit einem Klick auf Fertig bestätigen. Sie können den Film nun umbenennen, indem Sie auf den Titel klicken. Über einen Klick auf Teilen können Sie Ihr Video sichern. Entweder Sie tippen auf Video sichern, in diesem Fall landet das Video in der Fotomediathek, oder Sie klicken in Dateien sichern an, wenn Sie einen spezifischen Speicherort auswählen möchten. In diesem Fall klicken wir auf Video sichern. Es dauert nun einen kurzen Moment, bis Ihre Filmaufnahme exportiert wurde. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren.